Und herzlich willkommen zurück bei Castlevania Lords of Shadow 2. Ja, wir sind mit Dracula hier aus unserem Schloss herausspaziert und es sind mehrere Jahrhunderte vergangen, wie man sieht. Und jetzt ist hier irgendwie alles modern. Autos, Menschen. Es ist alles modern einfach. Und ich sehe hier wirklich aus wie, ja, ein Vampir, der ziemlich alt ist. Help me, and I can free you of your immortality. Okay, wie es aussieht, müssen wir der da folgen, oder was? Okay. Guck mal bitte, wie ich aussehe und ich soll dir helfen können? Hallo? Ich brauch selber Hilfe. Wohin will er mich führen? Nein, ich will keine Ausrüstungen, danke. Was bist denn du für ein leckeres Vieh? Komm her! Okay, wir sind natürlich noch sehr geschwächt, wie man sieht. Okay, aber... Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, also Dracula bekommt hier ordentlich auf die Fresse. Ich glaube nicht, dass ich gegen den hier irgendwie eine Chance habe. Ich glaube, dass ich den gar nicht mal irgendwie was antun kann. Nee, ich bin viel zu schwach. Ja, ist scheiße. Holy shit. Das war ein Fehler, mein Freund. Komm her. Tja, schon sieht die Bitch ziemlich verbraucht aus. Ha ha ha.
und ich erneuere mich wieder. It pleases me to see you recovered, old friend. Indeed, old friend. No! Relax. Our guest is just a little confused. I know what he wants. You see before you the legendary vampire killer. Your old weapon, if you recall. The only weapon capable of ending your immortal life. You thought it destroyed. But you see, you can have the eternal rest you crave after all. First, you must help me. Prevent Satan's return to the world. Then, I swear to you, I will deliver the fatal blow to your heart myself. And I am sure you will fulfill that vow. Since you sent Satan back to hell 1,000 years ago, his human offspring, or acolytes as they call themselves, have been dormant. I suppose that they, that all of us, feared your wrath and great power. But not now. Now, even my bodyguard is more than a match for you. The acolytes know you are weak and are preparing for their father's return. Now they fear nothing. Don't they fear the mighty Zobek? Only you, in full possession of your powers, can defeat them. Follow me, please. We must find and destroy the acolytes before they can finalize their preparations for Satan's return. It won't be easy. They govern the world of men from the shadows. Not even I know with any degree of certainty who or where they are. They won't come out into the light unless we can force their hand. The acolytes must never know who hunts them down. The element of surprise will give us the advantage. Until you are at full strength again. And you don't know who they are or where they are. Did you know that this city is built upon the foundations of your castle? The acolytes are focusing their attentions here for very good reason. Satan has specifically chosen this place for his return. He means to enslave you first, to humiliate you for what you did to him. Let's get on with it. Thank you.
The acolytes must plunge the world into chaos before Satan can be summoned. Their activities leave spectral traces, which are difficult but not impossible to follow. This is the headquarters of a powerful pharmaceutical corporation. I suspect that one of the acolytes is operating from there. The complex was sealed 2 months ago and is protected by magic. If I were to use my powers to see what is happening there, they would be able to trace it back to me within a matter of minutes. So, I will send you to the corporation via a portal. But we must be quick so as not to arouse suspicion. The longer the portal remains open, the more likely we will be discovered. Look for any sign of the acolyte, but be careful. What are you waiting for? Okay, ich bin also wieder mein altes Ich. Du kannst jetzt in dein Reisetagebuch sehen. Ja, Back habe ich nicht. Ah doch, hier, Back. Okay, das ist die Karte deines Reisetagebuchs. Verwende sie, um jederzeit Missionen zu finden und zu wählen. Okay, Hauptmission. Ich muss das Bio-Cremac-Unternehmen ausspionieren. Okay, Weltkarte. Mit deinen neuen Fähigkeiten erhältst du Zugriff auf eine größere Anzahl von Missionen. Okay, Buch schließen. Alles klar. Wir müssen jetzt also, deine aktuelle Mission ist auf deiner Karte angezeichnet. Ja, das ist hier so ein bisschen Free World, Open World. Man kann auch hingehen, wo man möchte. Aber wir müssen natürlich, Tür öffnen hier. Wir müssen natürlich jetzt die Hauptmission machen. Wir werden auch bei dieser Hauptmission auch bleiben. Und ja, ich muss hier hinein, wie es aussieht. Leuchtet ein rotes Licht über einem Gegenstand, kannst du ihn mit dem Schattendolchen zerschlagen. Okay. Das heißt, jetzt oben kann ich dann also... Warte mal. Ah, okay. Sehr schön. So funktioniert das also. Und damit geht dann diese Tür hier auf. So. Sense the presence of a Golgoth guard. You are no match for this enemy. Hide. Okay, ich muss mich also hier verstecken. I can hide there. Okay. Nice. Dann bin ich eine kleine Ratte. Haha, wie geil.
days. Okay. Das ist immer eine coole Sache. Da könntest du vielleicht auch mal wieder weg. Hallo? Ah, warte mal, ich kann hier als Rad... Cool! Use the unguarded dark area to recover your appearance. Geil, ich kann als Ratte mich fortbewegen. Das ist ja mal eine coole Sache. Guck mal, ich bin eine kleine Mini-Ratte. Deswegen tust du mir nichts. Wie geil ist das? Ich bin eine Ratte. Ich bin eine coole Ratte und die Ratten folgen mir. Wie geil. Okay, und jetzt kann ich hier wieder mein Äußeres wieder erlangen. Aber es ist eine coole Sache, dass ich mich als Ratte hier verwandeln kann. Das erinnert mich hier an Dishonored. Okay, gut Leute, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ja, wir haben was Neues gelernt, wir können uns als Ratte verkleiden. Also haut rein, bis dann.